Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon. Und heute geht es darum, wo ihr am besten Shiny Trassler bzw. Shiny Gardevoir findet. Ich bin gerade dabei, mir ein neues VGC-Team zu machen und möchte da Galagladi mit drin haben. Deswegen suche ich gerade Shiny Trassler in männlich. Hab jetzt gerade einen Run hinter mir und habe leider zwei weibliche bekommen. Aber ich zeige euch einmal, wo ihr seid, was ihr machen müsst und wie ihr das findet. Ihr müsst bei Montanata, nördliche Zone 3, das findet ihr hier, dieses Pokécenter hier ansteuern. Und hier macht ihr dann ein Sandwich der Stufe 3 mit Schillerkraft Fee und Begegnungskraft Fee Level 3. Dafür braucht ihr Tomaten, Zwiebeln, grüne Paprika, Frikadellen und zwei Geheimgewürze. Ich zeige euch das einmal, was ihr da machen müsst. Ihr nehmt Tomaten, Zwiebel, grüne Paprika, Frikadelle und dann noch zweimal Tomate und dann zweimal eins von den Geheimgewürzen. Ich nehme jetzt hier zweimal Scharfes, irgendeinen Piekser. Dann baut ihr das ganze Sandwich zusammen. Als kleiner Tipp, weil das so wackelig ist, macht die obere Seite einfach weg, das ist egal, damit nichts runterfällt. Und dann habt ihr das perfekte Sandwich. Ich baue immer erst die Tomaten, dann den Rest oben drauf. Und das gibt euch Level 3 Schillerkraftfee und Level 3 Begegnungskraftfee. Und damit könnt ihr richtig, richtig easy hier Trassler finden. Ich zeige euch jetzt auch noch, wo ihr langfahren müsst. Von dem Pokémon Center müsst ihr nämlich hier diesen Berg hoch. Ups. Hier diesen Berg hoch. Und dann links. Ich mache eine Runde mal mit euch. Ihr seht hier schon richtig, richtig viele Trasslers und Gardevoirs. Hier diesen Berg hoch. Und am besten immer ohne Boost fahren, sondern immer langsam fahren. Weil die sonst hinter euch auch spawnen. Ihr wollt ja, dass die mal vor euch spawnen, damit ihr die sehen könnt. Und erkennen könnt ihr das Shiny, weil das komplett blau ist. Also das seht ihr sofort. Das könnt ihr eigentlich gar nicht übersehen. Na, einmal komplett hoch. Bis oben, da kommt so ein See. Und da könnt ihr dann immer umdrehen. Ich fahre einmal mit euch bis nach oben und einmal bis nach unten. Und dann wisst ihr die Route, die ich immer fahre. Ich bin ziemlich unlucky und habe eben trotzdem zwei gefunden. Also wenn ich schon zwei finde, da gibt es andere, die viel mehr Luck haben als ich. Die finden hier vier Stück in einer halben Stunde. Weil ihr seht ja, wie viele hier kommen. Aber es ist echt easy, das hier zu finden. So, bis hierhin und wieder zurück. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich eins gefunden habe. Und drückt die Daumen, es muss männlich sein für Galagladi. Eine Sache habe ich vergessen, ganz, ganz wichtig ist, dass es Tag ist, weil nachts spawnen keine Trassler und das ist mir gerade passiert, deswegen musste ich neu starten. Ich habe hier keine Trassler mehr, hier kommt alles, aber kein Trassler mehr, weil es Nacht ist. Also das ist ganz, ganz wichtig, deswegen startet das Sandwich auf jeden Fall bei Tagesanbruch und nicht mitten am Tag, weil sonst lauft ihr Gefahr, dass halt Nacht wird und dann sind die Trasslers weg. Also ganz, ganz wichtig, dass es Tag ist. Aha, so, bitte sei männlich, bitte sei männlich, bitte, bitte männlich, bam, ach ja, ich bin nur noch im Video, also viele Leute auf YouTube, es geht nur tagsüber, ganz wichtig, vorher immer Speicher, bevor ihr das Sandwich zündet. Und ein Tag-Nacht-Zyklus dauert 30 Minuten. Das heißt, wenn es gerade Nacht bei euch ist, müsst ihr vielleicht 30 Minuten warten. Ja, hier findet ihr Trassler. Geil!